Freunde, hier sind wir wieder. Ich weiß, was habe ich jetzt zuletzt gemacht? Ich musste abbrechen, da kann ich mich dran erinnern. Achso, ich war da gerade dabei. Ja. Das ist eine Sanitäreinrichtung hier zu bauen. Huch. Bin ich jetzt an die Ferien? Muss ich noch, wollte ich noch was anderes machen? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, wir können jetzt mal rausgehen. Ich mache jetzt nichts weiter dran. Hochbauen muss ich mich. Ein bisschen Erde, so. Und dann müssen wir die Erde natürlich wieder wegklüppeln. Ich weiß gar nicht, wie ich. Ich wollte das irgendwie. Achso, ich wollte eigentlich eine Schaltung bauen. Was ist denn hier los? Ist hier was los? Nee, ist keiner da. Ist auch keiner. Mhm. Huch. Ja. Nee, ist auch nichts. Klingt so, als wenn hier einer hier rumstrobert. Aber tut das nicht. Okay. Ich wollte das so machen. Glaube ich. Und dann so. Und dann spült das die ganze Zeit. Und wenn man dann Dreck reinhaut, wird das eigentlich weggespült werden. Ja, es verschwindet. Und das war Sinn der Sache. So. Natürlich wäre gut, wenn man das an- und ausschalten könnte. Aber das kann man später nochmal machen. Na, haben wir eigentlich hier unendlich Wasser, oder? Ja, haben wir. Sehr gut. Können wir den zweiten Eimer auch füllen hier, ne? So. Ah, fertig. Wunderbar. Gut. Haben wir das. Ohne die Wasser. Einen Snack haben wir hier auch noch. Aber nicht mehr viel. Wir müssen uns Essen besorgen, so langsam. So. Da besorgen wir uns gleich Essen. Aber erstmal wollte ich das Giraffe loswerden, was ich in der Tasche habe. Ja, wir wurden ja letztes Mal brutal unterbrochen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Ursache war. Müsste ich mir den Videoschnipsel nochmal angucken. Keine Ahnung. Mache ich aber jetzt nicht. So, später. Wenn alles zu spät ist, werde ich das tun natürlich. Ist ja wohl klar. So, das brauchen wir immer bei uns. Was? Ja, gut beibehalten. So, soweit so gut. Wo haben wir denn das Geraffel? Wo tun wir das Geraffel hin? Fand ich. Haben wir irgendwo eine Kiste für Erde und was? Habe ich nicht eine Kiste für Erde? Da nicht. Da nicht. Ach, hier ist Erde. Alles klar, hier ist Erde. Wir haben jetzt zu viel Erde. Mittlerweile. Da müssten wir was wegschmeißen eigentlich. So. Ach nee, ich wollte ja noch was bauen. Was Spezielles. Ja. Wollte ich. Das wollte ich tun. So. Okay. Ja, mein Hauptproblem war, ich hatte zu wenig Gold. Ja, doch so. Gold, genau. Gold mangelt das ein bisschen. Zu wenig Gold. Redstone haben wir jede Menge, aber zu wenig Gold, um eben halt Antriebsgleise zu bauen. Das ist das Problem. Deswegen wollte ich eigentlich nochmal los mit euch. Und Antriebsgleise, Gold zu besorgen. Und dann, um dann Antriebsgleise bauen zu können. So. Ich muss was zu essen mitnehmen. Erster falscher Raum. Wo war denn der Speiseraum? Hier. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir vorrangig Äpfel. Dann wir Äpfel mit. Das macht uns aber nicht besonders satt, ne? Wir fahren zurück und holen uns Brote. Ich glaube, ich habe eher eine Tendenz dazu. Wir holen uns Brote. Ja. Hier frisches Wasser auch im Kühlschrank. So. Okay.
Okay. Bonusbrote, was soll's. Ich brauche eine Lore. L'Oreal. Hier draußen, ne, hier draußen ist nichts. Muss ich von hier drin holen schon? So. Wo haben wir sowas? Hier sind auch schon zwei Wassereimer. Tja, wunderbar. Nehmen wir mit. Nehmen wir ein paar Stück mit, ne? Die können wir ja mal alle so langsam loswerden. Zwei Stück lassen wir hier. Oh, raus da. Nein, Abfahrt. Dann fahren wir jetzt mal zurück. Fahre ich jetzt richtig Richtung? Ja, ne? Denke schon. Also ein bisschen TÜV, ne? Ein bisschen langsam, ich weiß. Das muss ich leider mit Absicht machen, weil sonst hauen mir immer die Loren ab, wenn ich aussteige. So, jetzt geht's los. Hopp, Abfahrt. Hey. Hier ist noch eine ziemlich dekadente Strecke mit drei Antrieb. Dafür wird man hier auch gut beschleunigt. Keine Frage. Aber ist eigentlich Verschwendung. Aber es ist gut, wenn es mal zeitweise ein bisschen schneller geht. So. Das haben wir gleich. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich hoffe, ich habe den Aufnahmeknopf gedrückt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ich habe leider keinen Prep-Monitor, um das zu überwachen. So ein Android-Bildschirm über mir hängt, der mir die aktuellen Wetterinformationen und Uhrzeit zeigt gerade. Ne? Und auf den ich gegebenenfalls über verschwundene Gleise mich wundere. Was ist denn da los? Wieso fällt hier ein Gleis? Jetzt habe ich auch ein Loch in den Boden gehauen. Hä? Wieso fällt hier ein Gleis? Ja, Leute, tut mir leid, ich muss nochmal zurück. Ich muss hier Gleis einsetzen. Ich muss Gleis holen. Ja, das ist ja scheiße. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich kann diesen Fehler nicht so lassen. Wahrscheinlich als ich das mal eine Lore runtergenommen habe vom Gleis, ist bestimmt mir passiert, dass ich da so ein Gleis abgebaut habe versehentlich. Jo, ja, langweilig ein bisschen. Jetzt ist hin und her gefahren, ist mir voll auf den Sack. Ah, meine Güte, muss das denn sein? Hab. Hält er alleine an? Hält nicht alleine an. Doch, hält. Okay. Zack, mit einem Schlag ist er abgebaut. Wunderbar. Sind wir schon wieder hier? Hey, Home Sweet Home. Super. Also, ich nehme mal hier ein bisschen Stein mit, weil ich ja intelligenterweise. Oh, wir haben hier richtig viel Eisen. Intelligenterweise Stein rausgeknüppelt habe. So, nehmen wir das mal mit. Achso, dann schmeißen wir diesen einen hier wieder rein. So, okay. Dann brauche ich ein Gleis. Da müssen wir noch welche da haben. Hoffe ich doch jedenfalls. Wo waren die Gleise? Ich hab auch keine Gleise mehr. Ich habe auch keine normalen Gleise mehr. Ach, was? Ja, da muss ich auch mehr. Richtig leise, muss ich mal doch die anderen holen. So, dann holen wir es. So. Dann gehen wir zurück und machen schnell Gleise. Ne? Holz haben wir ja gehabt noch. Holz ist hier. Ja. Machen noch mehr Holz. So. Dann machen wir Stickies. Haben wir ein paar Stickies am Start. So ist es ja nicht. So. Zack. Und dann Eisen. Zack. Zack. So, wupp. Wupp.
So, haben wir das. Und mehr Essen habe ich nicht. Nein, dann lassen wir es. Da haben wir genug erstmal. Genug, genug. Dann tun wir sie da oben rein, ne? Ja. Tun wir sie hier rein. Da unten hin. Da tun wir sie rein. Einen wollte ich mitnehmen. Ja. Nicht so viele. So. Nehmen wir ein paar Stück mit. Zu reparieren. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. So, dann bauen wir nochmal los. So, und tschüss. Ab geht's. Oh, TÜV, TÜV. Ich muss ein bisschen beschleunigen hier. Huch! Ne, ausstellen wollte ich nicht. Das war jetzt die falsche Taste. Gas, Beschleunigung, Beschleunigung. So, jetzt geht's los. Hey, so. Da haben wir's. Ja, oh Gott, hier müssen wir auch noch Redstone-Lampen ohne Ende einbauen. Nicht so schön aus, wenn ich den Fackeln finde. Entschuldigung. Ein bisschen müde. So ein Arbeitstag hinter sich hatte, ist das so ein, auch echt hart. Abends noch ein Video zu machen. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir ich mein Hobby bald nicht mehr frönen kann, weil die EU ja plant, dass YouTuber ja auch dann als Fernsehsender behandelt werden und man selber ja dann halt dann auch diese Rundfunkgebühr wie ein Fernsehsender zahlen soll. Das ist auch wieder Arschkriecherei gegenüber den privaten Fernsehsendern. Ah. Was da steht? Da steht dann noch so eine. Mal sehen, ob ich sie abgebaut kriege. Jupp. Hab sie abgebaut bekommen. Ist mal hoffentlich ohne ein Gleis rauszuschlagen, aber die habe ich liegen lassen. Aha, ich kann die leider. Muss ja wirklich abholen. Was wollte ich eigentlich holen jetzt? Essen. Ach, schon Essen wollte ich holen, ja. Stimmt, ja. Es hungert uns. Bald in Kürze. Hat die Vorräte aufgebraucht, ne? Halbe Schwede. Kommen wir in einen Schwung hoch oder müssen wir gleich kämpfen? Ne, es passt das. Ich habe ja nicht die Gleise erweitert. So, das sieht gut aus. Klar. Hopp. Hier habe ich gar nichts mehr, ne? Nö. Auch nichts zu essen. Was haben wir hier drin? Stein. Hier drin nix. Hier drin nix. Kohle, Steine. Könnten hier noch mehr Steine brutzeln, aber das wollen wir nicht. Wir wollen uns was zu essen besorgen, also stellen wir hier ein und fahren hier weiter. Okay, ja, so, ich weiß gar nicht, wie ich das dann haben sollte, wenn das dann so weit ist, dass man das. Ich habe jetzt gerade bei der Grundsendung erfahren, dass man erstmal angezeigt werden muss, bevor man da was tun muss. Aber jetzt die Frage, ist das nicht dann schon zu spät, wenn man angezeigt ist? Oder kann man dann sagen, okay, ja, die Bürde eines Fernsehsenders kann ich nun nicht aufnehmen und dann stelle ich die Videos ein? Oder geht das noch besser, wenn ich meinen Standort jetzt von YouTube, das kann ich glaube ich einstellen, dann Sendung
sein Gebiet zum Beispiel auf USA schaltet, dass dann Suse dann raus ist aus der Nummer. Müsste man sich intensiver mit beschäftigen, ne? Sieht eigentlich nicht so schön aus, ne? Eigentlich hier in diesen kleinen. Würde das eigentlich müssen am besten die Gleise alle über diese Brücke gehen, das wäre eigentlich geil, ne? Hm. Ach, guck mal, ich muss später was noch einfallen lassen. So. So, den. Hopp, hopp, da. Nein. Ab dafür, so. Hier sind drei drin. Hier sind auch drei drin. Hier sind auch drei drin. Ich habe auch noch drei in der Tasche jetzt. Ich muss hier mal loswerden. Wie sieht es hier unten aus? Auch drei drin. Verdammt. Hm, was soll denn das? Ärgert mich voll jetzt. Kann man irgendwo Ersatz? Hat dieser Raum eine Kiste? Nein, halt nicht. Schade. Schön, wenn er irgendwie so eine Ersatzkiste noch hätte. Gut, ich kann mir eine Kiste craften. Das ist nicht das kriegste Problem. Wahrscheinlich über 1000 Kräfte. Rede für dummes Zeug. Um wir. Wirres Zeug vor allen Dingen. So. Und dann, da fällt mir auch da, zack, da habe ich die Kiste so. Und dann stelle ich mir eine Kiste, so, Notfallkiste sozusagen, die stellen wir uns hier rein. So. So, stellen wir uns hier hin und dann schmeißen wir hier die drei hier rein. So. Brauchen wir jetzt nicht. Viele Holz hätte ich auch nicht mitnehmen müssen. Die auch unten lassen können. So, aber wir wollten was zu essen haben. Aber die Musik ist ein bisschen lästig gerade, finde ich. Ja, wo denn? So, hier haben wir genug Getreide rumstehen, da drüben. Und ich könnte hier auch Kühe töten. Oh, so wenige Kühe. So. Huch, nein, ich wollte nicht drauf schießen. Ich wollte ernten. Nochmal richtig schön abgeerntet hier. So. Taucht sofort aus, ne? Das Feld. Unglaublich. So, wir pflanzen mal schnell wieder hin, bevor es hier. Wo hier alles ausgetrocknet ist. Dass er wieder zur Wüste wird hier. Schon. Ich muss rein. Und ein bisschen schlafen gehen. Das machen wir mal eben. Hopp, hopp, hopp. Gute Nacht. Oh. Ah, guten Morgen. Ah, ein bisschen lüften mal schnell. Ah, ist schön. Mal durchatmen. Schön. Am besten so richtig schön Durchzug machen. Das muss man mal zwischendurch machen, weil wir waren lange nicht mehr hier. Hier schön im Balkon. Kommt mir nichts am Kopf gehüpft. Nee. Ja, schön. Das Haus wirkt so irgendwie so ein bisschen unbewohnt hier. So die Fenster, man kann schon hindurch gucken auf die andere Seite. So. Wunderbar. So, sollen wir wieder zumachen. Was habe ich denn hier in den Kisten? Gold hier vielleicht versteckt irgendwie tatsächlich? Nein. Schade.
Ja, auch mal auf Toilette gehen. Naja, hier ist ein bisschen dichtere Toilette. Ach, da ist ein Wuffi. Hallo, Wuffi. Also, setz mich ruhig wieder hin. Das ist gut. Nein, ich wollte mir eben Brot machen. Erstmal Brote craften. Zack. 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 Also hier rein. Ja, man, hier habe ich auch noch einiges an Essen. Oh, hier haben wir noch Getreide. Das machen wir uns noch mehr Brote. Wichtig, dass wir ganz viel Brote haben. Kartoffeln sind nicht gebraten. Auch die Karotten nicht. Aber ich kann dem Wuffi mal was zu essen geben. So. Hopp. War noch mehr? Nee, nee, nicht essen. Ist nicht gut für mich. So. So, dann können wir das hier auch erstmal reinlegen hier. So, schwupp. Ja, und dann machen wir uns nochmal ein paar Brote klar. Ziemlich einseitig, die Ernährung, aber. So, haben wir genug Brot. Wir haben noch Getreide für ein ganzes Brot drin. Haben wir überhaupt Brot hier noch? Ne, überhaupt kein Brot mehr auf Lager, ne? Na gut, ein Brot tun wir mal hier rein, ne? Ein Brot hier deponiert ist. So. Man ja nie wissen. So, haben wir 44 Brot, das ist gut. Damit kann man arbeiten. Das viele Holz nehme ich nicht mit. Das lassen wir mal hier. So. Und auch der Stein lassen wir hier. Brauchen wir auch nicht mitnehmen. Okay. Brote, ja. Müssen wir mitnehmen. Die Gleise brauchen wir auch nicht mitnehmen. Die Lohre müssen wir mitnehmen, damit wir wieder hin und her fahren können. So. Brauchen wir wieder Position. Dann weiter. Mach ich mal mehr Hasen, die sehen so wenig aus. Hier wächst das natürlich kaum, weil ich hier selten bin. Obwohl, sie sieht ganz gut gewachsen aus hier. Können wir wieder ernten, Kartoffel ernten. Mach ich aber nicht jetzt. So. Man, Horde von Hunden. Ja, hallo Wuffis. So, dann gehen wir hier wieder durchgehen. Gehen wir wieder zum Bahnhof. So. Schon klassische Musik. Anspruchsvoll. Hier will noch eine Reihe Treppen. Und hier müssen auch noch Treppen hin. Ja, das Holz natürlich abgelegt. Kann natürlich auch keine Treppen mehr bauen. So. Jetzt fahren wir natürlich wieder zum Quarzblock. Ne? Achso, wenn ihr Ideen habt, wie man verschiedene Orte und Bahnhöfe nennen kann, immer zu, postet einfach. Schreibt das rein, eure Ideen. Gute Ideen werde ich dann auch umsetzen. Und die Spieler natürlich lobend erwähnen. Natürlich, wenn sie kreativ sind, schöne Namen, die sich einfallen lassen haben. So. Ja. Es war es ja so gedacht, dass man mit dem Schiff hier noch durchfahren kann, mit einem kleinen Boot. Ja, die Brücke extra so. Und diese kleinen Eisenbahnübergänge haben das alles versaut letztendlich. Da ist nichts mehr mit. Jetzt, wieder jetzt. So, okay. Fahren wir mal. Ja, es geht recht zügig, ne? So. Ah, ich habe gerade ein, was ich Uni erzählen muss. Ich habe mir ja, ich bin ja so ein Mensch, Geiz ist geil. Ich kaufe mir immer die günstigsten Handy, die es so gibt. Ich hatte mir
Q-Bot geholt. Schon vor ein Jahr mal. Hab mir so einen kleinen 5 Zoll Q-Bot angefangen. Der war ganz gut, war voll in Ordnung. Bis dann eines Tages ging einfach das Display aus. War glücklicherweise noch eine Gewährleistungszeit, aber der Q-Bot hat in Deutschland keinen Support. In Polen haben sie den Fachwerkstatt, also zumindest der Händler hat das wohl in Polen gehabt. Da habe ich das Telefon dann halt hinschicken sollen. Allerdings die Versandkosten musste ich selber tragen von 36 Euro. Das kam relativ auch schnell zurück repariert, das war auch kein Problem. Aber in der Zeit, ich wollte nicht wochenlang ohne Telefon bleiben, währenddessen habe ich mir dann ein neues Q-Bot geholt. Nachfolger, etwas größer, 5,5 Zoll. Und 3 GB Arbeitsspeicher und 16 oder 32 GB interner Speicher. Ja, ich glaube 32 war es sogar. Muss ich nachgucken, habe ich hier noch rumliegen. Aber dieses Telefon ging auch ziemlich schnell kaputt. Fing der an, der Fingersensor heiß zu werden. Das habe ich herausgefunden, auch ziemlich schnell, warum. Der hat auf einmal so ein wurde angestoßen. Hat jemand, muss auf der Arbeit passiert sein. Huch. Muss man irgendjemand was drauf fallen lassen haben oder das Telefon selbst fallen lassen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war auf einmal so ein kleiner Kratzer Fingersensor, das Ding wurde ihm halt heiß. Ja. Aber derweil habe ich trotzdem versucht, mit Q-Bot Kontakt aufzunehmen, wegen Reparatur und Garantie und hast nicht gesehen. Waren andere Händler auch in diesem Fall. Ich habe nicht denselben Händler genommen, weil andere Händler, die ich davor hatte, der war schon ziemlich anstrengend zu kommunizieren, weil die können auch alle kein Deutsch, man muss immer mit YouTube Google Übersetzer arbeiten. Naja, und ja, in dem Fall ja, wollte der Padu nicht Garantie umsetzen. Also der hat gesagt, nö, für mich gilt die Garantie nicht, ist halt kein Europäer. Und Garantie nur 3 Monate. Ja, er war ja gerade rum, die 3 Monate, er war ja toll. Dann ich versuche so irgendwie Reparatur zustande zu bekommen. Wir haben hier in unserer Gegend viele Handywerkstätten. Ne, und ja, die haben alle abgewiesen. Die wollten alle nicht wegen Mangel an Ersatzteilen. Es gibt keine Ersatzteile so einfach. Ja, ja, derweil ist mir das Ding auch nochmal runtergefallen. Ja, weil das Ding ein bisschen Suse anpisst, habe ich das auch nicht mehr so pflegsam behandelt und dann ist er mir immer runtergefallen. Schade. Ja, aber gut, wie gesagt, das ein Händler hat das, eine Werkstatt hat das Ding zumindest angenommen, sich angeguckt, aber er hat eben, ist halt auch dran geschaltet an die Ersatzteile und hat gesagt, ja, kann nichts machen. Schade. Er hat zumindest kostenlos, mache ich eigentlich kostenlos, das Telefon sich angeguckt, also hat dafür nicht extra Geld genommen. Also, er hätte nur Geld genommen, wenn er die Reparatur gelungen wäre. Gut, das finde ich schon mal ganz in Ordnung. Schade finde ich, dass diese Händler nicht pitch genug sind, mir dann gleich daraufhin ein Telefon zum Kauf anzubieten. Also, ne, die wissen ja, ich gehe jetzt mit einem kaputten Telefon wieder nach Hause und er bot mir kein Telefon an. Obwohl er Telefon zum Verkauf hatte. Er hatte Telefone in seinem Schaufenster zum Verkauf. Ich habe gedacht, vielleicht kommen wir ja dann, können wir ja eins kaufen, vielleicht. Ich habe mir ja auch eins gekauft, aber eben halt nicht bei dem, der mir netterweise mein Telefon durchgecheckt hat, weil ich war ein bisschen enttäuscht jetzt, dass er dann mir nicht da irgendwas Alternatives anbot. Weil, ja, ganz offensichtlich, ich habe ja nun kein Telefon. Naja, gut. Es funktioniert ja noch, das Telefon. Das Display war kaputt, der Fingersensor wird übertrieben heiß und geht der Akku auch schnell leer. Aber ich hatte eben halt ein Telefon, das ging ja schon da. Aber ich wollte mit so einem Telefon halt nicht rumlaufen. Mir ist das mal sowas super peinlich, so ein völlig zermatschtes Telefon mit mir rumzulaufen. Ja, und irgendwo muss hier eine Tür sein, wo ich hingehen kann. Ich möchte Gold suchen. Ja, bin ich halt zum. Hab mir da einen Huawei geholt, habe jetzt gerade gesehen. Bei eBay, na gut, das sind alles noch Gebot-Dinger, die sind halt noch nicht entschieden. Aber, naja, ich habe 100 Euro bezahlt.
Ja, genau, 100, 138 wollte er haben für, und 108 Euro habe ich dann bezahlen können für. Ich habe gesagt, wo, ich wollte eigentlich nicht mehr als 100 ausgeben, habe ich gesagt. Na, ist dann 30 Euro hat er erlassen und hat mir auch sogar noch eine Panzerfolie drauf gemacht. Also, das ist voll okay. Aber eben das Telefon ist eigentlich ein Flop gewesen. Das war ein Huawei, ich weiß gar nicht. Moment mal, ich habe die Verpackung noch da. Ich guck mal schnell. Ah, ja, okay, alles klar, da bin ich wieder. Also, das ist Huawei G-Play Mini. Ja. Oh, aus den Niederlanden. Hier technische Daten. Ich schau mal. Nee, das war da nichts. Naja, das ist zumindest ein Händler gewesen, bei dem ich auch dann auch Garantie habe. Das ist schon mal gut. Das Telefon ist auch gar nicht so alt. Ist dabei. Ach, na gut, ich könnte jetzt googeln, was er für Daten hat. Ne? Aber ich habe gesagt, ja, warte, jetzt so ein Datenblatt hier zu finden. Quick Start Guide. Ich hätte auch Unboxing draus machen sollen. Ich bin aber noch nicht so geübt in Unboxing. Ich habe es mal zwischendurch mal versucht, aber es ist mir noch nicht so richtig gelungen. Ja, okay, das ist hier. Variekarte, weiß ich nicht, wozu es gut ist. Das schmeiße ich mal wieder rein. Die Tüte schmeiße ich auch mal wieder rein. Hier irgendwie technische Daten. Erste Schritte und so. Bla bla. Heizkörper, Akku, können bla bla. So finde ich die technische Daten, Leute. Ich brauche nur technische Daten. Hier mit den Öffnungsbedingungen. Bla bla. Da. Rechtliche Hinweise. Die Musik ist auch so super lustig. So. Oh, der schleicht sich jetzt kein Creeper von hinten ran. Explosionsgefahr, was? So, ne, sind leider keine technischen Daten da, was ist denn das? Wie finde ich jetzt nicht keine technischen Daten? Warum nicht? Oh, die ist auch nicht schön. Genehmigung von Huawei. Sind Ausschluss. Nee, keine technischen Daten, was soll denn das? Das sind verschiedene Sprachen, aber so keine technischen Daten. Telefon. Über mein Telefon direkt selber gucken, glaube ich, das. Moment. Oh, was weg. So. Ah. So. Also, pass auf. Irgendwann war das Telefon höchst selber und dann gehe ich dann auf das System. Informationen hier drauf. Gehen wir gucken hier schnell mal eben. Ja, das Spiel ist noch läufig. Kein Creeper in am Arsch. Nein. So, okay, alles klar. So, Einstellung muss ich gehen. Zack. Und dann ganz unten müsste was über das Telefon stehen. So, alles klar. So, der 2 GB direkten Arbeitsspeicher und 8 GB Gesamtspeicher, wobei nur 511 MB frei sind. Displayauflösung 720 x 1280, so nicht so reißerisch, ne? Ja. Ein Octa-Core Prozessor mit 1,2 GHz, ja. Das war's schon. Update ist gerade nicht zu haben. Ja, Update-Programm auch checken hier schnell. Schnell bei der Update suchen. Kein Update da, schade. Okay. Den wird auch gar nicht mehr supportet, ne? Das Jahr stand da nicht, ne? Von welchem Jahr das ist. Also so, es arbeitet zügig, das Telefon, so ist das nicht. Aber ich kann kaum was installieren. Ich weiß nicht, wie das sich Play nennen kann, wenn man da überhaupt nichts installieren kann. Irgendwelchen Geburtsjahr hier irgendwo. Vom Telefon. Made in China. Na klar, natürlich. VDTS. Aha. Schön.
Copyright, irgendwo Copyright, aber weiß. Kein Jahr. Ist überhaupt kein Jahr dran, was soll denn das? Ach Mensch. Hier irgendwo ein Jahr. Nö, Made in China, aber kein Baujahr. Na gut, denn nicht. So mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ihr könnt das ja googeln. So, also das G-Play Mini. Was er für Vorteile hat, keine Ahnung, was mit Play zu tun hat, weiß ich noch weniger, weil spielen kann ich mit dem Ding nicht. So, wie soll ich jetzt zwei? Achso, ich habe ja einen unterwegs gefunden, deswegen habe ich jetzt zwei davon. Also ich wollte aber jetzt nicht fahren. Ich wollte jetzt kurz hier durch enge Tür schreiten und ganz viel Gold finden. Ja, da laufen wir und laufen und laufen. Entschuldigung. Müde, es soll angeblich regnen, aber ich höre von draußen keinen Regen. Normal höre ich das immer dann. Aber ich sehe kein Gold. Und die Menge Wasser. Sehr feucht. Feuchtgebiete. Oh, hier ist eine Tür. So, hopp, hopp. Das nicht direkt. Ich sollte mir hier ein paar Fackeln mehr mitnehmen sollen, ne? Wäre ganz gut ausgestattet. Ja, gut, ich habe glücklicherweise alles mit. Was ich zum Fackelbauen brauche. Ne, dass ich genug Fackeln habe. Ist ja doof. So, also hier geht es wieder hoch, damit ich Bescheid weiß, ne? Hoch. So. Weiten hier alles sehe. Gut. Oh, da unten wartet schon der Creeper auf mich. Das war sehr freundlich von hier ab. Jo. Okay. Habe ich keine normale Spitzhacke da mehr? Ich wollte jetzt nicht die Diamant verbraten. Jetzt ist einfach für mich hier durchzuholzen. Und ich bin auch ganz schlecht vorbereitet. Sagt dir denn nix? Mensch, Juckel, pack doch mal ein paar Spitzhacken ein. So. Okay, machen wir jetzt zwei Stück am Start. So. So, ne? So. Nein, so wollte ich das machen. Dann werde ich hier schnell hin und her wechseln kann. Ja, das nehmen wir wieder mit. Hä? So. Kommt wieder her. Mann, sind die nervig. So, was haben wir mit anfangen? Haben wir schon zwei Krüber in die Luft, Luft sprengen lassen. Oh. Das ist natürlich doof hier. Wieso habe ich jetzt keinen Sand in der Hand? Ich habe hier nichts da, um hier spontan was zu tun dagegen. So. Ah, haben wir gerade das Lava ausgemacht, ne? Jo. Jetzt ist Duster, ich mag es nicht Duster, ich mag es hell. So. So, pop, pop. So, fangen wir mal hier an auszuleuchten. Ich hab die Nase, ist nervig. Ich mache die Fackel mal schön rechts hin. So. Dann können wir hier das Brot sowieso zur Seite tun. Das ist einmal Wasser.
mal kurz hier in Einsatz bringen. Hier, hopp. Nochmal schön richtig verglühen und Wasser am Arsch. So. Okay. Aber hier ist auch sonst nichts zu finden, ne? Ah, falsches Werkzeug. Ruhig ein bisschen gemächlicher arbeiten. Kein Schaden. Gehen wir mal ein bisschen suchen. Zum Beispiel eine Lava-Ebene findet man ja schon ein bisschen öfters was. Aha, sie ist wohl eine Fackel hin. Ich sehe hier nichts. Gold. Hä? Ne, das nächste Mal wieder kommt vielleicht was runter, was so hell ist. Das war die Fackel, die mehr ausgeleuchtet hat einfach. So. So, zack, mitgenommen. So. Weiter in die Richtung. Okay, da ist nichts weiter. Ah, hier ist Eisen. Mal ich dann. Ein Redstone. Cool. Ein Platz da, ein bisschen was sehen kann. Weißt du, ist auch ganz nett. Aber davon haben wir nicht gerade unbedingt einen Mangel. Dann können wir den Stock dann hier auch raushauen. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Da ist nichts. Ach, da hinten ist was. Ist Gold? Oder ist nur Eisen wieder? Ah, nur Eisen. Schade. Okay. So. Okay, hier noch die Kohle auch noch mit. So ein bisschen Kohle an Start haben hier. Ist ein bisschen stressig. Gruselig. Wackelt mein Stuhl. Warum wackelt mein Stuhl? Deswegen lachen? Nö. So. Finde ich schon gruselig. Mag ich nicht haben. So. Ich habe meine Schule eben gewackelt. Aber hier ist nichts. Okay, ein bisschen Gänsehaut. So, dann gehen wir hier mal wieder raus. Dann treibt sie gerade einen Spuk rum, wa? So, noch keine Mitternacht. Ich halte sie nicht an Uhrzeiten. So. Ah, da ist Lava. Sonst noch was in dieser Nähe? Außer Lava. Kann das hier mal ablöschen? Finden wir gleich hier noch was? Nö. Nix, da ist nix. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter gucken. Wir haben das hier. Ich glaube, hier wird nichts mehr kommen. Eine Kohle noch mit? Weiß ich nicht. Kann man machen, ne? Bisschen Kohle. So, ach, die nervige Musik. Die setzt einen schon total unter Stress. So. Na wird. Ach, und wieder zu unser Folgen ans Folgenende gekommen. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Und hier ist soweit. Bis auf jetzt die Kohle hier noch. Die wir auch noch mitnehmen können. Und hier die effiziente Spitzhacke. Hier schneller. Nicht länger als nötig hier sich rumtreiben. Achso. Gut, ich mach das hier mal. Oh, dann haben wir es hier dunkel. Das ist nicht schön, wenn es hier dunkel ist. So.
nehmen wir das hier mit. Oh, hier ist auch Lava. Müssen wir hier mal Wasser runterfallen lassen. Warten wir ein bisschen. So, nehmen wir das Wasser wieder mit. So, müssen wir hier irgendwie runterkommen. Gucken wir mal, was wir hier so für Optionen haben. So. Setzen wir dann Steine hin, so. So. Und dann Lichter hinten hier, ne? Dass wir unseren Weg wieder zurückfinden hier. Das geht hier lang. So. So. Dann ist Eisen, kein Gold. So. Da treibt sich eine Spinne rum. Will ich erstmal hier ablöschen. Ja, dann fangen wir hier an erstmal, ne? Ach, da ist einer. Boah, der hat eben mal Glück gehabt. Zack, Treffer. So. Da ist noch Eisen hier. Trotzdem mit. Kann man gut gebrauchen. Hier ist nochmal Redstone. Auch gebrauchen. Noch was versteckt? Oh, eine Höhle ist über uns. Ah. Da kommen wir noch hinzu. Können wir wieder zumachen? So. Nehmen uns das, was im Kopf fällt. Das mögen wir nicht, nicht haben, meine ich. Da schneidet auch noch ab hier. So. Aber sonst haben wir hier nichts. Kohle haben wir genug. So. Können wir das Wasser hier abstellen? Oh, das ist ein Creeper. Das ist sehr erfreulich. Ich muss mal ein bisschen Platz machen. Und mir den Creeper schnappen. Schön da drin. So. Wie kann dein Creeper spawnen? Das ist doch eigentlich viel zu hell. So, ich muss mal das Wasser abstellen hier. Zumindest eindämmen. So. Okay. Mal von oben runtergefallen sein, ist alles möglich. Fackel, Fackel, Fackel. Eine Spinne. Ja, die war noch eine Nachbarhöhle, oder? Das ist in dieser Höhle, die ist in dieser Höhle. Na, komm her. Ah. Hey, die kann aber ganz schnell einstecken. Das ist ich. Was abstellen. So, okay. Stellen wir uns das Redstone hier, natürlich, ist ja klar. So, pop, ein ganzer Minute. Dann löschen wir hier auch mal ab. Und fackeln hier. So, und dann Redstone weg. Eisen.
Ich war so runtergefallen und leicht hoch gegangen. Dann offensichtlich hier. Nix, hier ist nichts weiter. In der Richtung noch was? Nö. Können wir in die Richtung noch gehen? Da oben ist auch noch so ein. Oh. Gefällt mir gar nicht, ja. Wow, dunkel. Puh, Spannung, Spannung. Die fallen, lassen sich auch hier runterfallen, kann das sein? Und sterben dann? Ist das möglich? Das klingt immer so. Oh. Fällt einfach runter, ne? Schade. Na gut. Und tot. Aua! Mistviech, kommst du denn her, du Spacken? Ich hab extra geguckt. Du Wichser! Ich hab extra geguckt, da war nix. So. Haben wir diese Gefahrenquelle ausgeschaltet, dass mich da einer reinschubst. Boah, der mich erschreckt. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Mann, so ein Arsch. Puh. Müssen wir da hoch erstmal. Um da auszuleuchten. Einfach damit das aufhört. Dass mir immer irgendwas auf den Kopf fällt. Fackel, Fackel, Fackel. Das Viecher. Als ich anleiten kann, wenn die Viecher auf den Kopf fallen. Warten die schon die nächsten, die sich runterfallen lassen wollen. Da ist er. So. Das ist nervig. Licht, Licht, Licht. Ich brauche Licht. Ich hasse, dass ich nichts sehen kann. Ach, ja, hallo. Da hüpft ein Skeletto. Hopp. Ich treffe. So. Zeig doch, ich treffe. So, ich muss mein Brot essen. Ruhig jetzt necken. Oh. Hört sie nur, aber ich sehe sie nicht. Das ist sehr lästig. Lass mal alles ausleuchten. Oh, hallo Skelett. Jupp, zack, und dort. Und dabei die lustige Musik, es ist herrlich. So. Oh, hallo. Komm hier, gib's auf den Kopf. Komm hier, gib auf den Kopf. So. Und da ist noch ein Skelett. Oh, hey. Wo bist du denn? Da. Treffer.
fahren wir mal im Weg hier. Hm? Hä? Da waren wir schon? Haben wir Fackeln gemacht? Hm, interessant. Ach je. Ne, ist nicht euer Ernst, ne? Ätzend. Hier will ich nicht lang. Hier will ich auch nicht lang. Hopp, wieder weg hier. Kohle nehme ich nicht mit. Ich hole keine Kohle. Alles nehmen wir mit. So. Oh. Ein Arschloch. Ah. Ja, die posten da von oben runter und werden uns eine ganze Weile nerven. So. Das ist mir. Die ist ein bisschen unübersichtlich, diese Höhle. Gefällt mir überhaupt nicht. Töpft einer, okay. Töpft auch noch einer. Oh, die hauen sich gegenseitig. Oh. So. Aua. Wo ist er denn? Wo ist der Arsch? Unter mir? Na, wo ist er denn? Da. Du Schwein. So. Dann weg. Weg, weg, weg. Kann man vielleicht für die Hundis mitnehmen? Kann man nicht. Kann nicht schaden. So. Da ist auch noch eine Höhle. Licht, Licht. Ah, oh, ist alles so fragmentiert hier. Fürchterlich. Echt fürchterlich hier. Oh, Creeper, hey, hallo. Oh, Arschloch. Meine Fackeln alle? Meine Fackeln sind alle. Ups. Wo meine Stiggis sind? Ich habe doch Stiggis gehabt. So. Fackeln. Licht machen hier in der ganzen Geschichte hier. Ich mag es nicht dunkel. So. Und hier ist Gold. Deswegen wir hier unterwegs sind. Wegen Gold. Aua. Wo ist der Arsch? So eine feige Natter. Oh, hallo Creeper. So, die Spawnpunkte kriegen halt mir, ne? Das ist hier mir immer von den Füßen spawnen. Das mag ich nicht. So, war ich stehen geblieben. Achso, ich wollte das Gold mitnehmen. So. So, was haben wir schon? Gold. Das ist 13. Nicht viel. Das ist nicht viel. Meine Rüstung hat schon gelitten, ja. Das nochmal Eisen. Ich hab schon wieder ein scheiß Skelett hier. Wo denn? Hä? Aua, wo denn? Wo ist der Arsch? Da ist er. So ein Penner. Wir schlagen mit dem Brot. So. Finde die Höhle scheiße. Sind mal andere Höhlen. Die ist mir zu unübersichtlich. Hopp. Gehen wir mal wieder hier hoch. Die ist echt ätzend. Ja, ja, mach du mal Höhe. Mhm. Ich muss mal ein bisschen Licht hin, ne? Dann ist das da oben.
Aber sonst haben wir hier nichts, ne? Okay. Und uns fehlt noch sehr viel Gold, ne? Ach, hier ist ein Spawner. Oh, no, fürchterlich. Ein Spawner, hier ist für was anderes gedacht. Nicht um Ressourcen zu kriegen, sondern Punkte. Oh Mann. Wir haben erst 13 Gold. Das ist viel zu wenig. Wir haben viel mehr Gold. Na super. Eine fiese Schlucht. Ach, ätzend. Nee, da will ich nicht. Ich hab Angst. Ich bin Schisser. Müssen wir auch einen Weg nach unten bauen erstmal. Ein bisschen. Okay. Huch, lag das jetzt. Kommt ein bisschen schwitzen, ja. So. Da darf ich nichts wegschlagen. Schon, ne? Ah. So. So. Dabei diese tolle, lustige Musik. Das Gold. Was auch unterspülen lassen, ist das sicher? Das ist okay, alles klar. Oh. Hat noch mehr Kies? Nö. Steine habe ich jetzt nur noch ein Angebot. So. So, oh, wir haben es. So. Das ist nicht zu übersehen. Wir machen aber hier mal ein bisschen Licht dahin. Mehr Licht kann nicht schaden. Hopp. Dann fahre ich hoch, warum? So. So, ich weiß nicht. Hier ist Gold. Das nehmen wir mit. Sehr gut.
Gut, nicht der Riesenfund, aber es ist ganz nett. Schon mal brauchbar. So. Mal noch hier reingehen und hier mal ausleuchten. Und dann die Fackel rechts zu machen. Da hinten ist noch Gold, glaube ich. Wasser mal absperren hier. Ach, man kommt ja gar nicht hin. Schwimmen, 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 schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. So. Packen wir mal schön rechts machen. So. So. Nehmen wir gleich die Effizienz. Bauen wir mal einen Weg. Hopp. So. Und fackel mal schön rechts hin. Fackel. Das Eisen nehmen wir mit. Hallo. Ist was dagegen, wenn wir hier ein bisschen rumgucken? Du hast was dagegen, ich habe mir schon gedacht. Ah, ja, 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 ja. Wollten da schießen auf mich? Ach, da hinten. Aua, das Schwein hat mich getroffen. Komm her zu mir. Ja, ja. Arschloch. Feigling. Ey, die sind richtig schnell geworden. Was ist denn da los jetzt? Ich treffe ihn nicht mehr. Was ist da los? Mal ein bisschen Licht hier. Platz mal nicht. So. Ah, schade. Die Lava, toll. Gut gemacht. So. Das hat ja richtig gut geklappt, würde ich sagen. So. Machen wir abgießen hier. Oh, hier ist aber kein Gold in Sicht. Kohle brauche ich jetzt nicht dringlich. Nicht so dringlich. So. So, fahr ich rechts hin. Scheiß Hexe irgendwo. So. Aber ich sehe hier kein Gold. Ich weiß nicht, ob das Redstone jetzt unbedingt mitnehmen sollte. So. Eisen, ja. Komm hier nicht hoch. Monster machen mich auch ganz nervös, diese Geräusche. Das ist echt, boah, nervig. Puh, so. Hier haben wir alles. Aufpassen, wenn hier irgendwie Löcher treten hier. Das wäre sehr unangenehm. Da zum Beispiel noch ein bisschen. Können. Puh. Und fangen wir rechts an. So. Na gut. Oh. Ach, der Fernseher ist ausgegangen. Wundere mich, warum es so dunkel wird. Moment.
So. So, also, gespannt. Ich bin alles gespannt. So. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. So. Huch. Kann ich mal annehmen? Puh, ich kann ein bisschen Müll wegwerfen hier. Zum Beispiel bin fahren, brauchen wir hier überhaupt nicht mehr. So. Okay. Da waren wir schon irgendwie, ne? Auf der anderen Seite ist schon gelöscht. Mach's mal eben schnell. Wollen ja unsere Folge hier eigentlich zu Ende haben jetzt schon. Bin schon über meiner Zeit. So. Oh, dunkel. So, aber hier ist kein Gold. Alles klar, hier waren wir schon. Okay. Da geht's noch hoch, ne? Muss was essen. Das bin ich ziemlich schnell tot. So. Und Fackel. Und dieses Eisen. Alle kein Gold. Wie Gold haben wir denn jetzt? S21, Mensch. Eisen finden wir jede Menge, aber Gold zu wenig. So. Okay, das war's. So. Hopp. Ich muss da wieder hoch irgendwie, ne? Kann das sein? Hey. War ich noch nicht. Fangen wir rechts. Nochmal ein fetter See. Ja, mit Brot geht es bestimmt. Huh. Uns mal den Weg hier durch. So. Ja, hoch, dann toll. Na klasse. So. So. Aber kein Gold. Da einfach mal spontan irgendwo in eine Richtung lang hacken. Da finden wir hier irgendwo ein bisschen Gold. Diamanten wären natürlich auch nicht schlecht, oder? Aber jetzt so. Was können wir denn nochmal abwerfen hier? Ja, Sprengpulver brauche ich nicht. Nein, das brauche ich auch nicht. Ja. Rettung will ich haben. So. So, zack. Mehr haben wir ja auch nicht, ne?
Speichern abgebaut. So, ist hier irgendwas? Sich lohnen würde, könnte. Ah, nein. Was soll ich so sagen wieder? Ist nichts, okay. Dann gehen wir wieder raus hier. Kam ich von da? Weiß nicht, von wo ich kam. Kein Schaufel am Mann mehr? Ich Schaufel ist irgendwie in der falschen Position. So. Hier muss ich dort hochkommen. Hier sind die zwei Fackeln. Soll mir eigentlich den Weg weisen, dass sie hochgeht. Aber wo ist denn der Aufgang geblieben? Soll ich hier durchgehen? Nein. Wie fehlt hier was? Hast du hier was verändert? Muss ich irgendwie hochgehen hier? Oder nicht? Sitzt ja auch hier jetzt hoch. Jetzt. Okay. Wir gucken mal, wie weit wir mit dem Kram kommen, den wir jetzt haben. Von wo kommen wir eigentlich? Wo ist denn die Lore? Da. Alles klar. Dann fahren wir erstmal. Abflug. Puh, da haben wir es erstmal soweit. Und ich, ich melde mich wohl erstmal hier an dieser Stelle ab und, Und denk daran. Abonnieren, liken und Klick auf das Auge. Dann werdet ihr auch informiert, wenn ich dann was Neues rausbringe. So. Aber das ist ja in der Regel ja einmal die Woche. Ja. So, alles klar. Bis dann, euer Jockel. Ich muss mich jetzt ausruhen. Ich bin total fertig. Ja, ciao. Tschüss.